Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. In diesem dritten Teil der Star Wars Comic Bags von 2007 aus der 30th Anniversary Collection sind dies die letzten sechs, die ich euch zeige, aber nicht die letzten sechs allgemein von 2007, sondern die durchnummerierten. Im späteren Video kommen dann nämlich ein paar exklusive. Das erste Pack mit der fortlaufenden Nummer 11 kommt alles mal aus der Republik Serie der Comics und beinhaltet neben einen Anakin Skywalker, welcher jetzt auch kein neuer Charakter ist, aber ein bisschen neu interpretiert wurde, einen neu aufgelegten Droiden, den es so in Star Wars noch nicht gegeben hatte, und zwar nennt sich der ein Assassinen-Droide. Hier sehen wir nochmal kurz das Comicbuch, in dem die Figuren dann vorkommen. Also es spielt auf Chibam oder Chibam. Und hier sehen wir einen jungen Anakin. Und hier den Assassinen-Droiden. Eine ganze Armee davon. Und auf den letzten beiden Seiten dann natürlich wieder ein bisschen Werbung. Hier diesmal erstmalig von den Transformern, die ich natürlich auch fast alle habe. Über andere Comics und hier über die neuen 30th Anniversary Collection Figuren, die mit einer Sammelmünze einherkamen. Und noch ein paar Werbungen für den Dark Horse Comics. Sehen wir als erstes Padawan Anakin Skywalker nach Episode 2 natürlich mit seinem überzogenen Handprothese und mit einem sehr durchlöcherten Outfit. Er kommt mit seinem Lichtschwert, welches Standard schon ist bei den Jedi-Rittern, und wir schauen uns gleich mal die Figur etwas genauer an. Gehen wir als erstes wieder auf das Lichtschwert ein. Hier ist ein typisches mystisches Lichtschwert der Episode 2 bzw. 3, 4 und 5 und dann natürlich in 7 und so weiter. Auf jeden Fall sehr schön gestaltet hier mit einigen Noppen und Anhängen und ein bisschen Farbe. Das Lichtschwert ist ein einziges Teil, also kann nicht herausgezogen werden wie bei anderen. Und wir haben schon gesehen, dass es auch gut in die Hand passt. Aber zur Figur selber. Schön ist hier, dass der Umhang über den eigentlichen Jedi-Klamotten ist. Also hier schön angedeutet, finde ich sehr schön gemacht. Die Hände sind separat zum Drehen. Die Arme haben hier eine Bewegung. Die Schultern und die Ellenbogen. Ebenso wie die andere Hand. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber er hat hier ein paar dunklere Striemen, ein paar Abschürfungen, ebenso wie hier im Gesicht. Und er macht schon ein recht grimmiges Gesicht, also nicht unbedingt der von Hayden Christensen Charakter, irgendwie ein anderer, aber soll Anakin eben sein. Man erkennt hier dann seine typische schwarz-braune dunkle Uniform der Jedi. Auch die Beine sind beweglich, also die Knie auf jeden Fall, die Füße nicht. Und die Rückseite dann kurz hier mit durchlöchert, also finde ich sehr schön gemacht. Man könnte die Robe ausziehen, aber schaut noch ein bisschen seltsam aus. Und scheinbar steht er auf Blau. Der hat hier
blaue Haargummis. Hier ist der Assassinen-Druide, wie gesagt, ein ganz neu modelliertes Teil, eine Mischung aus dem, keine Ahnung, auf jeden Fall Super Battle Droid und nicht aus den Kampfdruiden. Also sehr schöne Form, hat auch ein kleines Feature, zeige ich euch gleich. So, hier sehen wir ihn, der Kopf, richtiger Alien-Kopf, vier Augenpaaren, kann man drehen, so Ball-Joint. Die Arme, hier mechanisch gestaltet, und hier unten noch ein bisschen verbogene Blaster angebracht. So beweglich, ein bisschen oben die Schultern. Könnte ihnen auch dann noch eine Waffe in die Hand geben. Andere Seite auch, also gibt es jetzt wenig Unterschiede. Hüfte und die Beine. Füße. Ja, finde ich persönlich schön gemacht. Eine Alternative zu den altbekannten Droiden. Und als kleines Feature, was ich gesagt habe, hat er hier diese Laserkanone an der Schulter, welche er auch dann nach hinten fahren kann. Ja, finde ich schön, dass in diesen Packs neue Figuren herauskamen, die so noch nicht gegeben hat und dann auch noch und nicht wiedergegeben hat. Die Nummer 12 der Comicbooks-Reihe ist ein Doppelpack aus der Serie X-Wing Rogue Squadron. Und zwar mit zwei ganz neuen Figuren. Einmal Baron Santor Fell und Hobie Glivian oder Derek Hobie Glivian. Ein neuer, bekannter X-Wing-Pilot. Hier sehen wir wieder Nummer 12, Star Wars X-Wing, Ausgabe 24, Rogue Squadron. Und hier eben die zwei Figuren. Baron Santor Fell, ein imperialer Pilot, sehr erfahrener Pilot. Und eben auf der anderen Seite der X-Wing-Gegenspieler, Hobie Glivian. Rückseite wieder, ähnlich aufgebaut, hier die Figuren. Und hier unten wieder besagte Werbung. Hier wieder das Comicbuch, welches beigelegen hat. Auch sehr interessant mit den ganzen Charaktere hier. Ein Mon Cala und hier hinten einer mit Hasenohren. Ja. Und hier auf der ersten Seite gleich sehen wir den Baron, welcher in dem Expanded Universe eigentlich auch noch einmal ein paar Geschichten gehabt hatte. Der sich dann später der Rebellion anschloss und einer seiner Nachfahren sogar in der imperialen Galaxie dann, die später durch seinen Nachfahren geleitet wurde, also eigentlich ein guter Imperator gewesen ist. Aber dazu sehen wir später nochmal was. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo Hobie finden. Also diese ganzen Comics sind hier natürlich in Englisch, also hier sehen wir ihn ein bisschen. Allerdings gibt es diese, wie gesagt, in Sonderausgaben auch in Deutsch, wo sie alle gesammelt aufgetreten sind. Manchmal gibt es da natürlich durch die Sonderausgaben auch noch Fortsetzungen und ja, sind teilweise zum Großteil wirklich interessant. Hier wieder Transformers-Werbung und Comic-Werbung. Hier sehen wir als erstes den imperialen Piloten einer Elite-Sonderstaffel, erkennbar an den roten Streifen auf seinem Overall.
nämlich den Elite-Piloten Ass Baron Santorfel, welcher hier wirklich sehr paar schöne Gimmicks hat, beziehungsweise ja, also Features. So, ein typischer Piloten, Brustpanzer mit Atemschläuchen. Und hier im Holster trägt er eine kleine Scout Trooper Blaster, welcher hier fest in der Hand integriert ist. Und man sieht hier bei diesen Blastern sind die Figuren mit zwei Fingern ausgestattet, damit die Waffe auch gut hält. Von den Bewegungspunkten her akkurat komplett beweglich. Hände sind bloß drehbar. Die Beine, Kniegelenke, aber nicht die Füße. Sehr schön finde ich auch hier diese Unterarmschützer gestaltet, beiden Seiten. Und auch die Stiefel, welche hier dann noch diese Schutz an den Knien haben. Sehr schön. Etwas ulkig finde ich diese Kugelgelenke, die recht groß sind und hier eben, naja, über die Schultern recht seltsam wirken. Also nicht nur das Feature mit der Waffe hat er, sondern kann auch hier separat die Schläuche und das Lebenserhaltungssystem abnehmen. Ich habe hier nochmal sehr schön gestaltet mit mehr Farben ist. Schläuche können dann oben eben eingesteckt werden im Helm. Und hier eben die Halterung. Der Helm ist dann separat abnehmbar. Und schauen wir mal kurz an. Ja, 0815 Helm, sage ich mal. Es gibt noch einen Elite TIE Interceptor mit roten Streifen, wo ein separater Pilot dabei ist, der auch eine besondere Kennzeichnung dann hat. Aber den habe ich euch schon mal gezeigt. Also das Gesicht, ja, wie in den Comics, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich später nochmal einen Santorfel, als er die Seiten wechselte. Der schaut dann schon ein bisschen komplett anders aus. Das hier kann auch noch abgenommen werden. Und man sieht hier dann seine imperiale Grundausrüstung mit einem Unterhemd über ein Oberhemd. Hier sehen wir Derek Hilgian oder genannt Hobie, auch zu hören zumindest im Das Imperium schlägt zurück, als Luke schreit, Hobie, bist du noch am Ball? Also einer der wenigen Überlebenden der Rebellion. Hier in seinen 0815 X-Wing Outfit. Bloß zu unterscheiden zum Teil an den Helmen. Diese Figur hat einen Rebellenblaster bekommen, welcher hier auch an der Hand noch festgemacht ist. Bewegungspunkte her sind wirklich nur die Arme nach oben und unten und die Schultergelenke, aber die Hände jetzt separat nicht. Doch auf dieser Seite schon. Dafür aber halt auch nicht der Ellbogen. Schön modelliert hier die Lebenserhaltungssysteme, das separate Kabel und das separate Zaumzeug. Verdeckt auch gut hier dann die weiteren Bewegungspunkte unter den Knien. Und er hat das Patronengurt hier eigentlich an diesem Bein hier auf der linken Seite. Andere Piloten haben es dann da, die ähnlich ausschauen. Zumindest vor die einen ähnlichen Helm haben. Dieser Helm separat gestaltet. Es gibt noch andere, wie gesagt, aus der Yavin-Schlacht, die einen ähnlichen Helm besitzen. Aber auch hier sehr schön dieses Zeichen modelliert, ein bisschen dreckig gestaltet. Ja, Rückseite eher unspektakulär. Und man kann ihn den Helm abnehmen. Sehr schön auch die durchsichtige Brille.
Und man sieht hier einen Piloten mit einem Über, ja, Funkschutz, einer Kappe. Und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob der in den Filmen überhaupt mal so vorgekommen ist, Hobie betitelt, oder bloß als Statist mal durch die Gegend lief. Aber schön einen zu haben. Ein weiteres interessantes Comic-Pack, die Nummer 13 aus der Star Wars-Reihe Purge, die Säuberung, zeigt hier zwei komplett fast neue Charaktere, nämlich einmal Kofi Arana, der Jedi-Ritter Mann, und einmal Bulder Sworn, welche vielleicht schon einigen bekannt ist, da sie in der Schlacht von Geonosis schon mal dabei gewesen war. Also man sah sie sogar im Film. Diese beiden überlebten die Order 66, aber nicht mehr lange. So, hier wieder die Verpackung, Nummer 13, diesmal Nummer 1. Hier Comic Pack, hier sehen wir Purge nochmal stehen, also die Säuberung. Und hier Kofi Arana. Einmal wie er im Comic dann ausschaut und im Bulder Sworn, welche schon mal eine Figur hatte oder danach eine Figur bekam, nämlich in ein Evolution Set. Und auf der Rückseite sehen wir die Figur nochmal und ja, hier unten dann nochmal Werbung, also die drei hatten wir schon. Beginnen wir diesmal mit Bulder Sworn. Wie gesagt, eine neu konzipierte Figur. Zumindest was das Outfit betrifft, mit einem Lichtschwert kommend und mit einer abnehmbaren Brustplatte. Allerdings sehr in ihren Bewegungen eingefroren, aber dennoch eine schöne Bereicherung. Hier im Hintergrund habe ich mal die andere Figur, der Bulder Sworn, hingestellt. Eben um zu zeigen, dass sie schon mal als Figur gegeben hat. So, zur Figur selber. Das Gesicht sehr asiatisch angehaucht, was sie auch ist. Und die Arme sind beweglich, die Ellenbogen, Gelenke und die Hände separat. Hier ebenfalls die andere Hand, die mit einer kleinen Tasche. Und dem Lichtschwert, welches hier eigentlich, ups, da unten ist es. Und dem Lichtschwert, welches hier natürlich auch separat angefertigt wurde, also kein Repack, zumindest vielleicht neu angemalt, hier oben mit einem goldenen Rand. Und auch wieder aus einem Teil bestehend. Das sonstige Outfit wirkt eher, als dass sie sich irgendwo tarnen will. Also Hüfte ist hier noch zu bewegen. Und die Beine, wie gesagt, sind nur aus einem einzigen Stück. Also keine Jedi-Uniform, sondern wie gesagt lediglich hier ein Schmuggler oder eine normale Bürgerin. Der Ball-Joint auf dem Kopf kann man dazu natürlich den Kopf abnehmen und eben diese Rüstung, wo ich vorhin gesagt habe. Und so schaut sie halt dann ohne aus. Und hier dann nochmal die Rüstung von hinten und von vorne. Abnutzungsspuren. Schön. Und die zweite Figur, hier eine wirklich, wirklich tolle Figur, ist der ehemalige Jedi-Ritter Kofi Arana. Habe ich mal gesagt, Kofi Arena. Naja, gut, ist aber ein wenig falsch. Welcher hier in einen, ja, seltsamen Outfit, sage ich jetzt mal, oder untypischen Outfit kommt, mit einer Rüstung in Rot und einem separaten Lichtschwert. Gehen wir hier auch wieder aufs Lichtschwert ein, also auch ein separates. Hier unten schwarz, oben ein bisschen golden. Ein Stück. Dann kommen wir zu den Bewegungspunkten hier beim Gesicht, Kopf,
Ball Joint und Schultergelenke hier wirklich finde ich schön, dass die auch unter die Platten gehen. Hier ist ein bisschen schwieriger, aber geht. Und das Ellenbogengelenk ist hier bloß wieder drehbar und die Hand separat. Hüfte haben wir gerade gesehen, kann gedreht werden. Und bei den Beinen ist auch hier so, dass sie recht schwer bloß die Kniegelenke haben und keine Füße und somit auch ein bisschen eingefroren sind in der Bewegung. Sehr schön finde ich diese einzelnen Plattenunterteilungen. Hier dieses Gehänge. Und auf der Rückseite haben wir hier sogar ein Loch. Und auf der Vorderseite auch hier ist ein Loch. Diese Figur kam mit der anderen und einem zwei kleinen Accessoires heraus. Und zwar einmal hier ein Decker, ein Kurzschwert und einer abgetrennten Hand mit Elektroden, welche die Hand von Darth Vader ist. So, und jetzt spoilere ich ein bisschen. Diese Hand hält nämlich hier den Decker und gut, hier hinten hält es ein bisschen schlecht, aber hier vorne passt es rein und dieser arme Kofi wird nämlich dann durch die Hand von Darth Vader erstochen. Und er hatte dann hier noch einen kleinen Backpack, deswegen ist auch dieses Loch da, also habe ich jetzt vorhin erst gemerkt, als ich nochmal nachgeguckt habe, was dieser Rucksack ist, weiß ich nicht, vielleicht sind da Überlebensvorräte drin. Andersrum auch, naja. Auf jeden Fall finde ich auch klasse diesen Mohawk. Frisur, die er hat, macht ihn auch etwas außergewöhnlich. Auch sehr schön sieht man hier anteilmäßig das Geflochtene. Ja, eine wirklich imposante Figur, finde ich. Als nächstes die Nummer 14 aus der Reihe Empire. Zeigt hier zwei Figuren, einmal Luke Skywalker bzw. Captain Yunland. Und Dina Shawn. Die Rückseite wieder. Also nicht Captain, sondern Lieutenant Yundland. Und ja. Dina Shawn. Hier oben Nummer 14. Das Comicbuch. Hier diesmal mit der durchgehenden Nummer 39 aus der Geschichte Empire und die beiden Figuren hier unten. Hier Lieutenant Yundland und die weibliche Offizierin Dina Shawn. Rückseite wieder. Ziehen wir hier die Figuren und hier unten die neue Werbung für die letzten drei, die heute noch kommen. Hier kurz der Comic. To the Purge. Hier unten sieht man diesmal den Titel. Wie gesagt, Nummer 1. Und es geht um die Klonsäuberung nach Episode 3, in der eben einige Jedis überlebten und sich zusammengetan hatten, um eine Revolte zu starten. Hier sehen wir Bulder Swan. Und hier Vader, wie er schon einige Jedis hinrichtet. Und hier kommen wir dann zu der Versammlung. Hier sehen wir Kofi. Letztendlich wie Darth Vader angreift. Und es ihnen dann auch gelingt, ihm eine Hand abzutrennen hier oben. Und sie ihn dann den endgültigen Schlag versetzen wollen. Allerdings hier dann mit der Macht
dieser Kufi erstochen wird. Ja, und zum Schluss wieder ein bisschen Werbung. Hier der Comic zu der Empire 39, in dem die Charaktere vorkommen. Wir sehen hier Lieutenant Jundland. Und später stellt sich eben heraus, dass Jundland eigentlich nichts weiter ist als ein junger Rebell namens Luke Skywalker. Und Jundland natürlich von Tatooine der Name der Wüste ist. Und hier stehen wir imperiale Offizierin Dina Shawn. Hier sehen wir einen Charakter, der später dann auch noch kommt. Und hier wieder ein bisschen Werbung auf die letzten Seiten. Einmal hier für den Sith Infiltrator. Ein paar Comics wieder. Und hier was ganz Neues, nämlich zu den Konzeptzeichnungsfiguren, die dann auch herauskamen, die ich auch schon mal gezeigt habe. Hier ist Lieutenant Jundland, ein imperialer Offizier, wie gesagt, ein junger Mann vom Planeten Tatooine. Wie gesagt, sein Pseudonym, nur in dieser imperialen Station, in der er hier spioniert. Sein richtiger Name, Luke Skywalker, der Name einfallsreich basierend auf der Jundlandwüste. Beigepackt hat er hier sein Luke Skywalker Lichtschwert aus den Episoden 4 und 5. Also deutet darauf hin, dass es definitiv Luke Skywalker ist. Und als zweites hat er hier einen Rebellenblaster bekommen. Einen imperialen Blaster, der gut in die eine Hand passt. Und eben auch das Lichtschwert nehmen kann. Als nächstes haben wir ihn Bewegungspunkte sehr eingeschränkt. Hier nur die Ellbogen und die Hände. Auch auf dieser Seite. Und das ist eigentlich eine Figur, die bereits vom Körper her schon mal herausgekommen war. Admiral Ozell müsste das sein. Also auch die Füße sind nur bedingt beweglich. Die Hüfte ist es. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Figur dann hinzustellen. Einmal hier in Respektposition oder eben als militärischen Gruß. Hier unten. Oder er benutzt die Macht. Oder aber wie Admiral Ozell es machte. Ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft. Weder. Schön finde ich diese Rangabzeichen hier. Und als Special hat er hier noch diese Mütze, welche abgenommen werden kann. Und man sieht darunter diesen kleinen blonden Jüngling, welcher schon etwas an Luke Skywalker erinnert. Und der es auch ist. Die zweite Figur in diesem Pack, eine weibliche Offizierin. Weiß jetzt nicht, ob sie nicht auch eine von den Rebellen ist, ist Dina Shawn. Und zwar ist diese Figur basierend auf ein Repaint, beziehungsweise war diese Figur als erstes da, ich weiß es jetzt nicht auswendig, und zwar von Juno Eclipse aus der The Force Unleashed Reihe. Auch sie hat einen kleinen Blaster hier, der Imperialen. Und die Bewegungspunkte sind etwas mehr, weil es aus einer späteren Zeit kam, die Figur. Und ja, sehr filigran die Figur. Die Damen immer recht zierlich gestaltet. Und dementsprechend halt auch die Backholes sind nicht so arg groß, dass man die Figur einigermaßen gut hinstellen kann. Zumindest, dass er sie hält. An einem Fuß geht es besser. Auf jeden Fall schöne Figur. Eine Bereicherung für die imperiale Armee. Letztendlich kann man sie ja gut zu den anderen Admirälen und Offizieren stellen. Das Gesicht hier
blonde Haare zu einem Tutt hier hinten zusammen gemacht. Und die Mütze ebenfalls abnehmbar. Finde ich besonders immer sehr schön. Erhöht zumindest den Spielwert, auch wenn es nichts mittlerweile mehr für Kinder ist. Die Nummer 15 ist ebenfalls ein Figurenpack aus der Empire-Reihe und zeigt zwei weitere Rebellen in Verkleidung. Nämlich einmal den Namodian oder Duro Mouse in Snowstealer Outfit oder Maus und einmal Basso. Hier nochmal kurz zur Verpackung, die Nummer 15 aus dem laufenden Comic 37 von Empire. Und hier die beiden Figuren, einmal Maus und Basso. Sie und außer auch wie Hund und Katz an. Hier sehen wir ihn. Also von der Grünfärbung her müsste er ein Namoidaner sein. Und eben hier der menschliche Glatzkopf Basso. Und auf der Rückseite wieder die beiden Figuren. Und die kurze Werbung. Hier kurz zum Comic. Hier sehen wir gleich den ersten Protagonisten auf dem Cover. Modiana. Und wirklich schön, zum Teil wirklich über das Imperium was zum Hintergrund zu wissen, zu erfahren. Und hier sehen wir ihn in der Verkleidung. Besonders auffällig. Hier hat er noch Handschuhe an. Und später dann eben nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da seine Verkleidung aufgeflogen war. Schon lange her, wo ich sie gelesen habe. Aber trotzdem, um ihn zu erkennen, bedarf es eigentlich nicht viel, wenn man die Figur dann ansieht später. Und hier haben wir ihn dann nochmal beiden. Hier Basso. Und hier nochmal Captain Jundland. Oder Lieutenant Jundland. Hier und hier wieder zum Schluss ein paar Werbungen, die man schon kennen. Die erste Figur, Maus, in Stormtruppen-Outfit, Stormtrooper Disguise. Lässt uns schon erkennen, was ich vorhin gemeint habe. Er hat nämlich keine Handschuhe an in diesem Fall. Und naja, nachdem das Imperium ja eigentlich keine Aliens zuließ, wäre er hier schon recht schnell aufgeflogen. Vom Grund aus sieht er wirklich aus wie ein normaler Sturmtrupper. Hier der Material natürlich vergilbt, wie seinerzeit leider Gottes üblich. Bewegungspunkte hier sind wirklich optimal gestaltet. Also nicht zu viel. Auch nicht zu wenig. Reicht eigentlich. Also man muss nicht komplett, finde ich, immer alle Bewegungspunkte haben. Beigepackt hier die Waffe in seiner Hand. Die lasse ich jetzt dran, die kennen wir ja schon. Welche man dann auch hier in den Holster hineinstecken kann. Nehmen wir mal eine andere. Und da kann man ja eigentlich dazu nicht sagen, sind ja eigentlich mehr bloß Taschen. Na gut, wie dem auch sei. Schön angemalt, trotz allem hier mit den Punkten und den Helmen. Welcher, wie gesagt, man in eine normale Sturmtruppenarmee eigentlich stellen kann, die Figur. Und hier sieht er dann ohne den Helm eben aus. Ein weiterer Namoidaner in späterer Zeit. Die verschiedenfarbige Augenpartie, wenn man es richtig erkennen kann. Und die Kopfstruktur. Auch die Hände sind schön gestaltet worden. So grünlich. Mit Fingernägeln. Und der zweite verkleidete Sturmtrooper Basso hier als höherer Rang,
Ich weiß nicht, ob es Lieutenant oder Captain oder ist mit der Schulorangenen, komme ich nie drauf. Komme ich immer durcheinander. Also ähnlich gestaltete Figur von der Aufmachung her auf jeden Fall, von den Bewegungspunkten. Und wie gesagt, diese Comic gibt es auch alle in Deutsch, in Sonderbänden. Beginnen wir mit der Waffe. Ihnen habe ich sie da schon mal reingesteckt. Wenn sie rausgeht, ohne abzureißen, ist es auch schön. Ach Gott, lassen wir sie drin. Also man kann sie Ihnen auch ganz gut in die Hand geben im Normalfall. Natürlich immer blöd, wenn sie die Hand dann wegdreht. Oder dann eben positionieren. Wie gesagt, die Bewegungspunkte sind gleich geblieben. Also hier Ellenbogen, nur bedingt, Schultern komplett und eben die Hand. Hüfte, auch diese Figur hier gleichen Material bestehend, leider ausvergilbt. Wenn sie Beine und sowas das auch machen täten, dann hätten sie wenigstens ein bisschen Damage oder Dreck. Aber naja. Wie gesagt, die Figur auch dieser Kopf kann unter der Maske hervorgehoben werden. Und diese Schulterpatron kann auch abgenommen werden. Schauen wir uns mal kurz den Kopf an. Hier mit dem Stirnband aufgemalt. Oder sind es wirklich Tattoos? Hier schaut es mehr aus wie so ein Ring als aus Tattoos. Der Helm, ein bisschen unterschiedlich wie der vom anderen. Passen auch nicht beide gleich über die Köpfe, also sieht man schon Unterschiede. Und hier eben der Schulterpatron mit Waffengürteltasche. Man sollte schon den Kopf abnehmen. Also ich persönlich finde diese Ball-Joints besser als die jetzt bei den neueren Figuren, wo dann wirklich so ein kleines zweiteiliges Stift drin ist. Und das letzte Pack für heute und ebenso das von der 30th Anniversary Collection durchgenummerierte, also der Wave bestimmenden Comic Packs, ist dieses aus den Star Wars Tales, welches aus den Klonkriegen ist und einen Klonkommando enthält, ebenso wie einen Super Battle Droiden. Also beides im Prinzip keine richtig neuen Figuren, aber halt Repacks mit, als Repaint. Ein paar andere Extras dazu und somit gehen sie als neue Figuren durch. Verpackung hier, wie gesagt, Nummer 16. Es gab immer bloß 16 durchnummerierte und dann gab es ein paar Specials. Exklusive, sage ich jetzt mal. Und auch hier sehen wir dann wieder den Verpackungsinhalt. Einmal das Clone-Kommando, ganz in weiß. Und auf der anderen Seite Super Battle Droiden, diesmal so mehr in Bronze. Hier Clone Kommando, Super Battle Droid. Und auf der Rückseite die Figur nochmal ein bisschen mit den Gimmicks, die dabei sind. Und hier unten, wie gesagt, wieder die Werbung. Hier der letzte. Der Comic mit der durchlaufenden Nummer 22 der Geschichten oder der Geschichten von Star Wars. Zeigt hier wirklich irgendwie so eine Art ja, militärische Propaganda. Und hier sehen wir dann nochmal den erfahrenen Clone-Kommando in weiß. RC Sergeant Theta 288. Schauen wir mal, ob man auch irgendwo den Kampfdruiden erwischt. Gab ja mehr Sondereinsatzkommandos als eben diese, die uns bekannt sind aus dem Republic Kommando. Hier sieht man ein paar Battle-Kampfdruiden, welche dann eben hier rumlaufen. Oben. Und hier wieder Werbung.
Hier der weiße Super, der Super Kommando, Republic Kommando, Clone Kommando. Wie gesagt, die Rüstung gab es schon öfters mit mehr Farben aus dem Republic Kommando. Allerdings unterscheidet sich dieser, wie gesagt, in der Farbgebung, am Rucksack und an der Waffe. Ich habe die Kommandos schon mal, glaube ich, separat vorgestellt in einem anderen Video. Könnt ihr auch mal gern reinschauen. Wie gesagt, die Waffe sieht etwas anders aus wie die zu den anderen. Also man kann sie im Prinzip nicht verwechseln. Sehr wuchtig gestaltet mit diversen Funktionen, also zumindest Comic. Die Figur basiert auf den ersten der Republic Commando Reihe Figuren und ist auch nur bedingt beweglich. Und die Beine überhaupt nicht. Der Rucksack hier hinten ist ebenfalls neu gestaltet, beziehungsweise habe ich ihn jetzt noch nicht bei einer der ursprünglichen gesehen. Der ist hier so T-förmig gestaltet. Man kann natürlich abgenommen werden. Auch hier drunter finde ich nicht schlecht gestaltet die einzelnen Kerbungen. Und auch der Helm sieht anders aus wie der normalen Trooper. Und auch ebenfalls hier der T-förmige Visier. Hätte man ein bisschen bläulich anmalen können, aber okay. Interessant finde ich auch hier diese Schulter, Ellenbogenfortsätze. Wirklich schön. Dieser Superkampfdroide, der beigepackt war, unterscheidet sich von den regulären nicht nur in der Bemalung, sondern hat auch noch zwei zusätzliche kleine Löchlein auf der Vorderfront. Und ja, noch eine Art Feuerexplosionsteil. Kommen wir erstmal zur Figur. Also wie der gewöhnliche Bekampfdroide hier kann man hier nur Arme und die Ellbogen bewegen, beiden Seiten. Dafür aber die Knie und die Dinger und die sind manchmal recht lapprig, wenn man ihn hinstellen will, und der kann nämlich auch bloß bedingt stehen, also abgewinkelt. Hüfte ist noch zu bewegen. Und hier der kleine Kontrollleuchte und die Augen sind auch etwas rötlich. So, jetzt habe ich gesagt, er hat noch so zwei Löcher, und zwar gehört dieses Teil hier noch an für den Klontruppen. Drüber, das ist eine Haftgranate, die man den Klonkrieger hier ein bisschen in die Hand geben kann und den man dann hier dann mit einem Nubbel ein bisschen einstecken kann, es denn gut geht. Ja. Also weiches Material. So, jetzt steckt es drin. Und wenn eine am Knie hinfällt, dann detoniert sie und da ist dann so ein kleines Detonationsrelikt dabei, welches hier ein bisschen eingekerbt ist und man es hier ein anbringen kann an Fuß oder je nachdem, wo es noch hinpasst. Weiß gar nicht, ob so hinpassen würde. Ja, passt auch. Also schon ein kleines nettes Gimmick-Idee. So, that's all, folks.